Miss Myers scheint Gelegenheit gefunden zu haben, einmal nichts zu tun. Hallo, Miss Myers. Hallo, Herr... Wachtmeister Zellner. Halten Sie es eigentlich für angebracht, sich in dieser Situation zu sonnen? In welcher Situation? Gestern Nacht ist eine Frau ermordet worden. Falls jemals ein Mensch wieder lebendig geworden ist, weil ein anderer nicht in der Sonne gelegen hat, würde ich sofort zurück in meine Kabine gehen. Haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gehört oder beobachtet? Nein. Mir ging es gestern Abend nicht sonderlich gut. Ich bin früh zu Bett gegangen. Heute Morgen geht es Ihnen offensichtlich wieder besser. Danke der Nachfrage. Ihren Eltern tut es sicherlich leid, dass sie in dieser schweren Stunde nicht bei Ihnen sein können. Das mag schon sein, aber ich bin kein kleines Kind mehr. Und wenn ich an meinen Verlobten denke, gibt mir das Kraft. Sie sind verlobt? Ja. Unmittelbar vor der Reise haben mein Freund und ich uns verlobt. Ich möchte damit meine Eltern überraschen. Besonders meinen Vater. Die Überraschung wird Ihnen bestimmt gelingen. Aber was tun Sie, wenn Ihr Vater der Verlobung nicht zustimmt? Was bleibt ihm anderes übrig? Wo er mich doch auf diesen Kahn mit lauter Dieben und Mördern verfrachtet hat. Reizend. Genießen Sie die Sonne, Miss Myers, und lassen Sie sich von uns anderen nicht stören. Es wird Ihnen nicht gelingen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, Wachtmeister. Kapitän Di Conti wirkt müde und alt. Vermutlich fordert sein Lebenswandel immer stärker Tribut. Kapitän Di Conti hätte sicherlich nichts gegen einen Plausch, aber ich glaube nicht, dass er mir im Augenblick weiterhelfen kann. Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Hat Miss Miller die Aufregungen gut überstanden? Ich denke schon. Aber was im Zug geschehen ist, war ein Schock für sie. Sie hätte es nicht überlebt, wenn Matthew etwas passiert wäre. Sie sorgt sich um ihn. Er ist ihr ein und alles. Es zerreißt ihr das Herz, dass er im Internat ist und nicht immer bei ihr sein kann. Aber sie stellt ihre Wünsche und Bedürfnisse hinten an, um ihm eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Das ist ihr Wesen. Wo ist Matthews Vater? Weg. Geflohen. Wieder mal vor seinen Problemen fortgerannt. Er trank viel. Mit jeder Niederlage mehr. Den beiden hätte nichts Besseres passieren können. Er hat sie verlassen? Sie hätte es nicht gekonnt. Sie liebte ihn und wollte zu ihm stehen. Sie hat sich deswegen mit ihrer Familie überworfen, die das nicht verstehen konnte. Und als er sie dann fallen ließ, stürzte sie in eine tiefe Krise. Sie war 2 Wochen wie vom Erdboden verschwunden. Es würde sie wohl nicht mehr geben, hätte sie Matthew nicht gehabt. Sie scheinen viel davon zu wissen. Über die Zeit, bevor Miss Miller bei Ihnen zu arbeiten anfing, meine ich. Ich habe meine Gründe, mich dafür zu interessieren. Und Matthew? Kümmern Sie sich um die Kinder Ihrer anderen Angestellten auch so intensiv? Wenn man bei seinem eigenen Kind versagt hat, hofft man es bei anderen besser machen zu können, Wachtmeister. Und die Idee, Matt ins Internat zu stecken? Die kam von mir. Matt idealisierte seinen Vater und er gab seiner Mutter die Schuld, dass er nicht mehr da war. Ich befürchtete, die Situation würde eskalieren, wenn er mit seiner Mutter und einigen alten Leuten allein auf einem Landsitz leben müsste. Und ich glaube, ich hatte recht. Er hat im Internat schnell Anschluss gefunden. Er ist beliebt, er hat Freunde. Eine richtige Sportskanone ist er, sagen seine Lehrer. Und das Verhältnis zu seiner Mutter hat sich auch gebessert. Er ist auf einem guten Weg. Miss Miller hat mir erzählt, dass Sie ein wertvolles Manuskript bei sich führen. Das ist richtig. Ein unveröffentlichter Partout-Roman? Das Manuskript muss ein Vermögen wert sein. Och, es ist nicht nur irgendein Partout-Roman. Ich habe ihn schon vor 20 Jahren geschrieben.
Aber er soll erst nach meinem Tod veröffentlicht werden. Es ist Partouts letzter Fall. In diesem Roman stirbt Maurice Partout. Sie bringen ihn um? Das habe ich schon längst. Und ich habe es genossen. Madame! Ich hatte es so satt, eine Partout-Geschichte nach der anderen zu schreiben. Ich bekam Lust, dem eitlen Fatzke ein Messer in die Rippen zu rammen. Also habe ich es vor 20 Jahren getan. Doch natürlich wollte ich meine Fans nicht enttäuschen. Also ließ ich ihn weiter einen Fall nach dem anderen lösen. Aber immerhin hatte ich nun die Gewissheit, dass er mir nicht entkommen würde. Am Ende würde ich ihn kriegen. Ich verstehe. Hoffen wir, dass der Roman noch viele Jahre unveröffentlicht bleibt. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Es ist unfair. Da steht dieses herrliche Buffet, doch mir fehlt jeglicher Appetit. Eventuell eine Nachwirkung des Betäubungsmittels? Es ist unfair. Da steht dieses herrliche Buffet, doch mir fehlt jeglicher denn? Inspektor Legrand vernimmt jetzt die ersten Passagiere im Salon. Und? Es wird noch Stunden dauern, bis er sich mit unserem blinden Passagier beschäftigt. Und? Wir könnten Zeit sparen, wenn ich mich mal mit ihm unterhalte. Wir könnten auch Zeit sparen, wenn Sie mich dieselben Dinge nicht mehrfach fragen würden. Ich lasse Sie da nicht rein. Wie spät ist es überhaupt? Haben Sie noch einen Termin? Nein, aber Hunger. Holen Sie sich was. Ich passe so lange auf die Tür auf. Haha. Aber Sie könnten mir was holen. Was wollen Sie denn essen? Irgendwas. Einen Apfel oder so. Im Salon stehen Ham & Eggs. Die darf ich nicht. Cholesterin? Sergeant Mills. Hm? Er ist für die Fitness meiner Einheit zuständig. Und er kann sehr verletzende Sachen sagen, wenn man ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat. Verstehe. Ich schau mal, was sich machen lässt. Danke. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Konstabler kein heimliches Alkoholproblem hat. Ich werde das nicht überprüfen können. Ich komme nicht an die Flasche ran, ohne dass er etwas merkt. Egal, was Konstabler Oliver will. Er bekommt Ham & Eggs. Gönnen wir dem guten Konstabler noch etwas Salz. So. Konstabler Oliver? Einmal Ham & Eggs. Aber ich soll doch nicht. Ich sehe niemanden hier, der Ihnen Vorwürfe machen würde. War eine harte Nacht. Auch wieder wahr. Lecker. Ordentlich Salz. Das war sehr korrekt von Ihnen. Sie glauben doch nicht, dass ich mich jetzt auch noch um Ihr dreckiges Geschirr kümmere.
Oh, natürlich nicht, Eure Majestät. Das war gut. Die Steinchen sind die optimale Munition für die Zwille. Jetzt brauche ich nur noch ein geeignetes Ziel. Also schön. Au, 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 au. Hey, Zellner, was zum Teufel war das? Was denn? Irgendwas hat mich getroffen. Sie meinen, auf Sie wurde geschossen? Ja, nein, ich weiß auch nicht. Haben Sie denn nichts bemerkt? Ich war von der fantastischen Aussicht gefesselt. Als Schweizer bin ich es nicht gewöhnt, den Horizont zu sehen. Und meine Flasche ist auch hinüber. Das kann doch alles nicht wahr sein. Könnten Sie mir etwas zu trinken besorgen? Die Hermit Eggs waren ziemlich salzig. Tut mir leid, ich muss bei meinen Ermittlungen vorankommen. Auf Wiedersehen. Mal sehen, wie lange er dem Durst widerstehen kann. Das war nicht sehr lang. Nervös? Das wäre ich an deiner Stelle auch. Wer bist du? Mein Name ist Adil. Und Ihrer? Wachtmeister Zellner. Warum hast du dich aufs Schiff geschlichen, Adil? Ich wollte zurück nach Hause. Du bist Ägypter? In Italien gibt es keine Arbeit für mich. Ich möchte meine Familie wiedersehen. Und weil du kein Geld hattest, hast du dich aufs Schiff geschlichen? Und wenn schon? Dann warst du es also, der mich niedergeschlagen hat. Ich? Niemals! Nein? Wo warst du denn, als ich niedergeschlagen wurde? Ich konnte nichts auf die Reise mitnehmen. Da habe ich mich in die Küche geschlichen und mir einige Konserven genommen. Interessant. Und woher weißt du, wann ich niedergeschlagen wurde? Ich dachte gestern, kurz bevor die Fahrt losging. Die Beule nehme ich persönlich. Was hattest du gestern Abend an Deck zu suchen? Ich hatte mich den ganzen Abend versteckt. Ich wollte raus und frische Luft schnappen, die Sterne sehen. Aber dann wurde plötzlich Jagd auf mich gemacht. Warst du in einer der Kabinen? Nein. Hast du jemanden an Deck oder auf dem Dach gesehen? Nein. Und nachdem wir dich verhaftet haben? Der englische Polizist hat mich in diese Zelle gesteckt. Dann ist er verschwunden. Seitdem sitze ich hier. Und dir ist auf dem Weg hierher nichts aufgefallen? Nein, nichts. Was ist mit dem Schuss? Hast du den auch nicht gehört? Doch, der englische Polizist hat mich abgeführt. Wir haben einen Knall gehört und uns umgeschaut. Und weiter? Dann hat es der Bobby eilig, mich loszuwerden. Er hat mich fast die Treppe hinuntergestoßen und hier eingesperrt. Er verschwand und kurze Zeit später ging der Alarm los. Konstable Oliver war nicht mehr bei dir, als der Alarm losging? Nein, ich hatte Angst, das Schiff würde sinken und ich säße hier wie eine Ratte in der Falle. Wer hat dich dafür bezahlt, uns alle abzulenken? Was? Du läufst über das Deck und lässt dich dabei beobachten. Alle machen Jagd auf dich und in der Zwischenzeit kann dein Partner in aller Ruhe die Baronin erschießen. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich wollte niemanden ablenken. Ich will doch nur nach Hause. Mir fällt es schwer, auch nur ein Wort von dem zu glauben, was du mir hier erzählst. Ja? Weil ich Ausländer bin? Eher, weil du seit gestern Abend unsere Sprache gelernt zu haben scheinst. Akzentfrei. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Du bist ein Lügner und noch nicht einmal ein sonderlich guter. Aber, Sir, ich sage die Wahrheit. Und ich bin der Rabe. Inspektor Legrand wird sich mit dir befassen. Er lügt wie gedruckt, aber er weiß vermutlich wirklich nichts über den Mord. Sehr enttäuschend. Also muss ich weiter nach Hinweisen suchen. Was mich momentan am meisten interessiert, ist der Schuss, der hier im Frachtraum gestern Abend abgefeuert wurde.
Der Frachtraum scheint auch als Umkleide für die Besatzung zu dienen. Zumindest für den Teil, der seiner Arbeit nicht in weißen Uniformen nachgeht. Hier habe ich Glück. Das Schloss ist eingedrückt. Ein ölverschmierter Oberrohr. Und hier eine alte Werkzeugkiste. Die hat schon viel mitgemacht. Kaum noch Farbe, ganz verbeult. Und der Deckel wird nur von einem Draht dicht gehalten. Ich nehme ihn mit. Mehrere Schraubenschlüssel, etwas Stahlwolle, ein verschmierter Lappen. Und hier, ein Schraubenzieher. Ich habe den Schraubenzieher. Mehr brauche ich nicht. Wer immer geschossen hat, er hat diese Kiste getroffen. Wollte mich der Schütze nur einschüchtern? Oder... vielleicht hat er das Projektil gebraucht. Es ist nichts zu erkennen. Falls das Projektil noch im Holz steckt, ist es zu tief drin, um es mit dem Finger zu erreichen. Der Draht ist zu biegsam, um etwas aus dem Loch herauszuhebeln. Ich brauche ein stabileres Werkzeug. Ich glaube, das Projektil steckt tatsächlich noch im Holz. Ich bin kein Waffenexperte, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, dieses Projektil sieht genauso aus wie das, was Dr. Gebhardt mir für Legrand mitgegeben hat. Das hieße, der Mörder hat vor dem Mord hier im Frachtraum herumgeballert. Aber wieso? Wollte er lediglich die Funktionstüchtigkeit seiner alten Pistole prüfen? Oder steckt mehr dahinter? Und stammt die Kugel tatsächlich aus derselben Waffe? Das kann ich nur in Legrands Kabine überprüfen. Das ist doch wohl... Ich habe die Tür unbewacht vorgefunden und wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Das können Sie Legrand erzählen. Er hat ausdrücklich verboten, dass jemand vor ihm mit Zeugen spricht. Stellen Sie sich nicht so an. Legrand kann das nicht alles alleine schaffen. Wir sind ein Team. Zu dem Sie nach dieser Geschichte zum Glück nicht mehr gehören werden. Legrand weiß Bescheid und hatte nichts dagegen. So, dann können wir ihn ja fragen. Also schön. Gehen wir zu Legrand und erzählen ihm, was vorgefallen ist. Sie haben zunächst gemütlich geschlafen und dann auch noch die Tür unbewacht zurückgelassen. Also, gehen wir? Nee, lassen Sie mal. Aber dass mir das nicht nochmal vorkommt. Natürlich nicht. Das Schloss ist nicht sonderlich sicher. Ich müsste es mit dem Draht aus dem Frachtraum öffnen können.
Na also. Ein Schliemeister und Sohn. Schwierig zu knacken. Würde ich das Auge stillen wollen, würde ich mich auch darauf konzentrieren, die 3 Schlüssel zu bekommen. Säuberlich, gefaltet und unbenutzt. Lagrange hat seit Beginn der Fahrt nicht geschlafen und davor im Zug auch nicht. Legrand muss die Fotos selber geschossen und entwickelt haben. Und dann hat er sogar noch Abzüge und Vergrößerungen gemacht. Er scheint auf alles vorbereitet zu sein. Und ihm stehen mehr Ressourcen zur Verfügung als einem normalen Ermittler. Noch ein Alarmmelder. Er wurde irgendwann mal betätigt. Aber es lässt sich einfach nicht sagen, wann das war. Das ist das Rohr aus dem Frachtraum. Legrand scheint es auf Fingerabdrücke untersucht zu haben. Man kann die Pulverflecken erkennen. Es riecht nach Chemikalien. Vermutlich hat Legrand hier drin die Fotos entwickelt. Die Fotos muss Legrand noch gestern Abend am Tatort gemacht haben. Dieses Foto soll wohl einen Überblick über den Tatort geben. Im Schlaf erschossen. Vermutlich hat sie nicht einmal etwas gespürt. Sie legte sich aufs Bett, um kurz zu schlafen, und wachte nie wieder auf. Tja, das Bett, der Blutfleck. Auf dem Bettlaken ist der Fleck erheblich größer als auf der Matratze. Und auch auf der Decke ist Blut. Eine Menge Blut, würde ich sagen. Die Decke und der Bettbezug sind hier nirgendwo. Ich vermute, dass sie drüben in der Krankenstation liegen. Ja, so haben wir sie gestern gefunden. Glaube ich zumindest. Ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz klar. Nein. Nichts Verdächtiges. Eine grobe Zeichnung des Schiffs. Legrand hat die Kabine der Baronin markiert. Weitere Erkenntnisse scheint er nicht gewonnen zu haben. Im Waschbecken liegen noch die Scherben der Spritze, die der Inspektor zerbrochen hat. Warum tut er sich das an? Selbst wenn er den Raben fassen würde, wäre es das wert, dafür seine Karriere und seine Gesundheit zerstört zu haben? Nein, auf der Seite, an der Angreifer das Rohr gehalten haben, muss es nichts zu erkennen. Entweder hat er Handschuhe getragen oder er hat das Rohr abgewischt. Auf dem Fläschchen steht nichts drauf. Ich vermute, dass es eine Art Aufputschmittel ist, legal oder auch nicht. Legrand ist jetzt seit mindestens 30 Stunden auf den Beinen, vielleicht noch länger. Man darf nicht darüber nachdenken, welche Nebenwirkungen dieses Zeug haben könnte. Ein Polizist in einer Mordermittlung sollte all seine Sinne beisammen haben. Zu groß die Gefahr, dass er Hinweise übersieht oder sich und andere in Gefahr bringt.
Hier ist das Projektil, das Dr. Gebhardt aus der Leiche der Baronin entfernt hat. Legrands Akte über den Raben. Zentimeter dick, aber völlig unbrauchbar. Wir haben es nicht mit dem Raben zu tun. Warum sieht er das nicht? Unser Mann ist rücksichtslos. Ein Bombenleger und potenzieller Mörder. Die Akte gehört in ein Museum. Das ist alles lange her. Der Inspektor sollte sich auf die Gegenwart konzentrieren. Ein Mikroskop. Es sieht so ähnlich aus wie das, was Lutz Reichinger in seiner Apotheke hat, nur moderner. Es liegt nichts auf dem Objekttisch. Dementsprechend ist auch nichts zu sehen. In Ordnung. Also schön. Wer immer die Baronin erschossen hat. Er hat zuvor im Frachtraum herumgeballert. Was hat das zu bedeuten? Ein Prachtstück. Die Spurensicherung benutzt solche Koffer. Natürlich nicht bei uns in der Schweiz. Aber in Paris, London, New York, der großen weiten Verbrechenswelt, wird immer mehr Wert auf die korrekte Sicherung von Spuren gelegt. Es ist ein kleines Labor, mit dem sich einfache Untersuchungen bereits vor Ort durchführen lassen. Also schön. Was haben wir hier alles? Das ist... Oh, wie praktisch! Ein sauber verpacktes Wattestäbchen zur Spurenaufnahme. Das stecke ich ein. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen von Chemikalien. Also schön. Fingerabdrücke sind überbewertet. Clevere Diebe tragen Handschuhe oder sind sich sicher, dass es am Tatort zu viele Abdrücke gibt, um alle zu untersuchen. Ich bin mir sicher, Legrand könnte in dieser Hexenküche zaubern. Mir bleibt nur ehrfürchtiges Staunen. Für Spurensicherung im Wald und freiem Gelände, möchte ich meinen. Uninteressant auf einem Schiff. Die Hälfte der Werkzeuge in diesem Koffer sind auch für Archäologen interessant. Und eigentlich sind sie Spurensicherung und Archäologie ja auch ähnlich. Man will herausfinden, was an einem Ort geschah. Ob nun vor ein paar Stunden oder vor Tausenden von Jahren. Aha, da
Das hier ist so eine Art Inventarliste. Hinter den einzelnen Chemikalien stehen ihre chemische Zusammensetzung und ein kurzer Kommentar, wofür man sie benutzen kann. Und hier sind die wichtigsten Verfahren aufgelistet. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Dass das am Kissen und an den Federn Schmauchspuren sind, muss ich nicht untersuchen. Das kann ich riechen. Und mehr Spuren habe ich momentan nicht. Das wollte ich schon immer mal machen. Das muss reichen. Hier stand doch irgendwo was von Blutproben. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen und die Mischung dann aufs Blut sprühen oder träufeln. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Aha, Luminol. Und da ist auch das Wasserstoffperoxid. Ich gieße es zum Luminol in die Schale. In Ordnung. Mit dieser Mixtur kann ich Blut nachweisen. Die klare Flüssigkeit verfärbt sich blau, wenn sie mit Blut in Berührung kommt. In Ordnung. Ich fülle die Pipette und lege sie ab. Ganz vorsichtig. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Kein Blut. Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Es scheint unmöglich, dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat.
Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus.